Microsoft Studios. Humble Hearts. Und Hyperdark Soundworks. Funky Rustic. Dust and Elysian Trail. Hallo Leute, hier ist der... Wartet, lasst mich mal eben aufrichten. Hier ist der Tobi. Er zockt wieder. Ich habe mir überlegt, kleinen Moment, ich mach mal eben die Stimme. Wieder hoch, sodass man mich diesmal normal hört, sodass man mich diesmal normal belauschen kann. Ich dachte mir, wir zocken heute mal das Spiel Dust, an Elysian Tale. Was heißt heute? Es wird sicherlich ein Riesenprojekt werden. Das werden wir sicherlich oder werde ich sicherlich über mehrere Stunden hinweg zocken. Und die Videos dann in Partform auf YouTube hochladen. Heißt, mein erstes richtiges Let's Play wird es dann sicherlich. Ich habe das noch nicht gezockt. Kann sein, dass er beim Anzocken eben einen Spielstand erstellt hat, wo ich mal reingucken wollte, wie die Performance ist, wie, ob ich hier in Full HD aufnehmen kann, weil mein Computer ist, oder besser gesagt, der Prozessor meines Computers ist nicht gerade ein Intel i7, um ehrlich zu sein, aber er sollte Full HD schaffen mit diesem Game. Gucken wir doch mal rein in Hilfe und Optionen. Das habe ich vorher nicht gemacht. Mal gucken, was wir hier so verstellen können. Alles Wettereffekte ein, ja. Alles ein, sollte funktionieren. Automatische Dialoge, automatisches Heilen aus. Automatisches Aufsteigen aus, nein, 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 das kann alles ausbleiben, bin ich der Meinung. So, genug gequasselt. Wir gucken rein. Ich glaube, das ist Tobis Zock Nummer 7, oder? Ja, ich glaube, Nummer 7 müsste es auf YouTube momentan sein. Sieht man ja auch jetzt am Videotitel sicherlich. Wir gehen hier, hier kann man das HUD anpassen. Ach so, ja, ziehen wir uns am besten zur Mitte des Bildschirms. Nein, wir bleiben natürlich hier oben in der Ecke links. Da ist das schon super. So, zurück, Spiel starten würde ich sagen. Und nein, er hat nicht gespeichert, so wie es aussieht. Und wir legen los. Ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird, was uns erwarten wird. Ich habe es vorher wirklich noch nicht gezockt, bloß reingeguckt, mir das Intro angesehen. Es soll eine Art sein, ja, Metroid vom NES, vom Super Nintendo. Oder auch, ja, Symphony of the Night, Castlevania für den Sega Saturn. Eigentlich eines der geilsten Sega Saturn-Spiele damals. Eines der geilsten Spiele für den Xbox Live-Marktplatz. Meines Erachtens, meiner Meinung nach. Ja, und wenn es genauso sein soll, wird's wundervoll. So, wir spielen auf normalem Schwierigkeitsgrad. Los geht's. Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium. Long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Los geht's. Dust. Dust. Arise.
A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Willkommen in Schmied. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, guardian of the sword. Die kleine Fidget. Der Name ist Fidget? I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? I'm... Calm yourself, Fidget. His name is Dust, and he is the one who woke me from my slumber. So, Fidgets, then. That's me, and you're... Dust? It would seem that way, though I can't recall that name. Du siehst mir nicht aus wie eine Hüterin. Was ist das eigentlich für ein Schwert? Ja, das würde mich auch interessieren. So, what is this sword? Oh. I am the blade of Ara, and you, Dust, are my fated swordbearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword! Hey, eine Sekunde. Well, I... all right, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. Ja, leicht. But, I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. What exactly am I doing, Ara? The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That is your first step. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's gone. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. Und los geht's, Mann, das sieht ja richtig prima aus hier. Wunderschön. Und der kleine Fidget oder die kleine Fidget ist uns stets auf den Fersen. So, wir haben oben rechts eine Karte, nehme ich an, die sich dann aufbauen wird, je weiter wir das Spiel erforschen. Und links natürlich unsere Energie. Unser Level-Fortschritt und ja, unser Gold höchstwahrscheinlich. Im Vorspann hat man eben schon gemerkt, gehört, dass Illusion Tail wahrscheinlich von mir falsch ausgesprochen wurde. Oder ausgesprochen wurde. Richtig heißt natürlich Illusion Tail. Wusste ich vorher auch nicht. Und wir haben hier einen Schlüssel. Nehmen wir mit. Ist der? Wir können nirgendwo rauf. Oh, guck mal, hier putze ich der Hase und der kleine Hoppler. So, gucken wir mal. Also, können wir weiter? Ja. Ah, eine Kiste. Eine Truhe. Die Lichtung. Sieht wirklich aus wie in so einem Disney-Film. Drücke zum Springen. Ah, natürlich. Ich spiel's auf dem PC. Ich hab ein Xbox 360 Joypad angeschlossen und drücke A, um zu springen. Nach oben oder unten zu blicken, auch klar. So, Nahkampf-Kombo einleiten mit X.
und Y. Aha, dann kann man sie dann ausbauen. Okay. Ein Heilungsobjekt wurde in der Schnellauswahl abgelegt. Drücke zum Heilen LB oder organisiere dein Inventar, indem du ja Pfeil links drückst. Gucken wir doch mal rein. Aha. Ein Hühnchen, nein, oder eine Ente. Objekte und Schlüssel. Okay, wir sehen dort unsere Gesundheit. 65 von 80. Angriff 4. Fidget 1. Kann man wahrscheinlich alles auftrainieren. Na, was heißt wahrscheinlich? Mit Sicherheit. Sonst würde es ja dort nicht aufgelistet sein. Wir gucken mal hier nach rechts zur Karte. Ja, und so viel haben wir ja nun auch noch nicht gesehen. Die Fahne da ist wahrscheinlich unser Ziel. Mission. Willkommen im Missionstagebuch. Hier kannst du dir aktive und abgeschlossene Missionen ansehen. Außerdem bekommst du etwaige Notizen angezeigt, die du gesammelt hast. Okay. Staub zu Staub ist aktiv. Du bist auf einer kleinen Lichtung im Gebirge erwacht, ohne Erinnerung an deine Vergangenheit. Eine uralte magische Klinge, Ara. Falls ich das jetzt, also ich denke mal, so wird es ausgesprochen. Und ihr Wächter Fidget sind zu dir gekommen. Da es keinen anderen gangbaren Weg gibt, ist die Straße nach Osten deine einzige Option. Okay. Heißt Richtung Osten. Schreckige Marie, recht hier vor den kleinen Häschen. Was ist los, Fidget? What is it, Fidget? Well. My kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Okay. Okay. Fidget gibt dir Bescheid, wenn sich in der Nähe ein Schatz befindet. Mit einem Klick auf dem rechten Stick rufst du die Karte auf. Okay, machen wir doch mal. Ja, aber Schatz vom Schatz sehe ich da nicht viel. Oder ist die Fahne etwa der Schatz? Ist das eine Kugel? Neue Fertigkeit erworben. Sport verfügbar. Sporte mit LT und RT. Oder rechter Stick. Jeweils nach links oder nach rechts. Beim Sporten verbrauchst du Energie. Okay. Welche? Ach, die da oben. Okay. Sicherlich Ausdauer. Und sich hier nach unten fallen lassen. Halte runter gedrückt, um in die Hocke zu gehen und drücke dann A, die Sprungtaste. Okay. Auch wieder was dazugelernt. Wie wunderschön es einfach ist. So, oh, hier kommt jemand. Einige Rehe. Ein Bambi. Schergen. Verzeihung, Monsters. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. X drücken. Ich mesche die Buttons. Kritische Treffer. Ja, leicht. Nobody said anything about monsters. Strange. Where did I learn these skills? You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. And to think, this morning started off so well. At least take these feeble fruits. Something tells me you're gonna need them. Ein Obst! Oder etwas Obst.
So, wir sollen eine Village, ein Dorf höchstwahrscheinlich aufsuchen. Kämpfen geht hier super von der Sache. Ich habe jetzt X und Y halt gedrückt. Und ja, ähnelt so einem Hack and Slay, würde ich sagen. Vom Lebensbalken her, vom Schadenspunkteanzeigen her, vom kritischen Treffer her, wenn man angezeigt bekommt. Lasst mich noch einmal kurz hier links. Dort geht's noch einmal runter. Und da wollte ich... Ah, sie zeigt mir, hier ist irgendwo ein Schatz in der Nähe. Noch ein weiteres Hähnchen. Ah, da ist sie, die Kiste, die Truhe. Ja, wir haben eine Truhe gefunden. We found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era and are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then. Natürlich, aber wir haben ja einen Schlüssel schon dabei. Wir öffnen das Schloss A, B, X, B, K. Okay, eine weitere Errungenschaft freigeschalten. Kistenknacker. So, ab nach rechts. Oh, was zeigt er denn hier? Die Lautanus oder Lautanus. Diese schwere Nuss gilt als seltener Leckerbissen. Plus 40 Gesundheit. Wir haben 65 von 80 immer noch. Ich würde sagen, wir brauchen nichts. Vorerst. So, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir gerade rum haben. Ich schneide das Video später im Videoprogramm zusammen. Heißt, es wird Cuts geben ohne Vorankündigung. Ich mache, ja, denke ich mal, die Parts vielleicht 30 Minuten. Erstmal, später vielleicht 20, später vielleicht 40. Weiß ich noch nicht, wie es hinhaut. Ja, wir wollen speichern, natürlich. Speichern wir hier oben? Nein, automatische Speicherung war oben. Und ja, die Zeit kann sich dann noch ändern. Ich denke mal, wir bleiben bei 30 Minuten. 30 Minuten ist eine schöne Zeit. Ist, ja, okay. Aber es wird Schnitte geben ohne Vorankündigung, wie vorhin eben gesagt. Heißt, ich mache ab 30 einen Schnitt im Videoprogramm und dann geht's mit dem nächsten Video ohne Vorankündigung weiter, sodass wir durchgucken können, das ganze Spiel durch. Natürlich am Ende von so einer Sock-Session werde ich natürlich schon sagen, dass jetzt Feierabend ist für mich, dass ich jetzt unterbrechen werde, dass ich beim nächsten Mal weiter socken werde. Das ist klar. So, hier gibt's auf die 12. Hier unten war noch jemand. Da waren sogar noch 2, 3. Mal hier in die Ecke treiben können. Und immer mehr. Ja, wir wollen Level aufsteigen, natürlich. Irgendwie kann ich hier bloß 3 Schläge machen und... Das war's. Sowieso mal die Button durchdrücken, mal gucken, was man hier mit B noch machen kann. Nix, doch. Was macht er da? Nix. Doch nicht. Na, vielleicht erst später. Vielleicht muss man erst... Oh, jetzt habe ich einen bräulichen Omega-Arsch. So, hier gibt es nochmal Torte. Mit Eisbein. Na, her mit dem Geld, mit den Goldmünzen. Wer weiß, wofür sie gut sind. Oh. Nein, ich komme nicht zurück. Was soll das? Hier eine weitere Kugel, eine weitere Fähigkeit. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the Dust Storm. Dust Storm. Staubsturm. I like it. Hold the secondary attack to perform the Dust Storm. But beware, skilled as you may be,
You cannot maintain the storm for long without hurting yourself. You maintain. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Please contain yourselves as I demonstrate. Demonstrated. Szene angehalten? Nein, wir wollen natürlich gucken. Aha. That was very pretty. Ja, fast schon ein bisschen nett. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Natürlich. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The Dust Storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. But. Wow! Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. All right, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Okay, wir haben vieles dazu gelernt, den Staubsturm und Fidgets Angriff. Aber die haben wir auch so auf der Fresse hier. Mal feste drauf auf der Mütze. Ferner Donner. Errungenschaft. Was sind das denn hier für Arschgeier? Speichern, teleportieren. Wir speichern natürlich noch einmal. Kann ja nie genug speichern. Und weiter geht's. Noch mehr Aasgeier, die aufs Maul wollen. Immer feste drauf. Auf der Mütze. Mehr. Zack, zack. Noch eine Hyäne. Wunderschön, da fliegt's. So, was ist das für ein roter Energiestrahl hier? Mhm. So, Feuer los. Immer rauf auf die Mütze, auf die Unfallkapuze. Wir hauen hier alle zusammen. Mir bleibt kein Auge trocken. Jeder so, wie er es verdient. So, hier kommen wir hoch. Okay, da oben, da geht's weiter. Was ist das? Sah aus wie ein Schriftstück, ein Zettelchen, ein Notizzettel oder sowas. Da haben wir einen Schlüssel. Für die nächste Schatztruhe. Da oben, da warten die Schergen auf uns. Da müssen wir hoch. Dann lassen wir uns nicht zweimal bitten. Jawohl, jawohl.
noch mehr von diesen Aasgeiern hier. Immer feste drauf. Au. Oh. Whoa, what was that? Did you just hit yourself? Dust, you must take care. Even the greatest of swordsmen cannot maintain the dust storm for that long. Yeah, okay. I'll try to be more careful. Keep an eye on your color. If you start turning red and the screen begins to shake, you're close to losing it. Levelaufstieg, jawohl. Gucken wir doch gleich mal rein, was wir machen können. Wir kommen auf dem Charakterbildschirm. Hier kannst du beim Levelaufstieg erhaltene Kampfkunststeine zuweisen, um deine Attribute zu verbessern. Beachte bitte, der Abstand zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Berg darf maximal 4 Steine betragen. Okay. Gesundheit, Angriff, Verteidigung, Fidget und unten Glück können wir nicht. Warum können wir Glück nicht? Und Level ist klar, ist klar. So, ich würde sagen Gesundheit. Einen Stein. Wie viel können wir zuweisen? Einen? Einen einzigen. Upgrade bestätigen. Können wir? Ja, können wir. Ja, 80 reicht uns erstmal aus. Würde sagen, Fidget aufleveln. Verteidigung, da haben wir 0. Würde sagen, wir hauen es in Verteidigung hinein. Und bestätigen mit A. So, Kraftzuwachs, Errungenschaft freigeschaltet. Okay, beenden. Weiter geht's, hier will der Nächste auf die Fresse. Noch mehr von diesen Aasgeiern. Na, rauf auf den Nitzer. Natürlich, das ganze Zeug, was fallen gelassen wird, sacken wir ein. Vor allem die Münzen, wer weiß, wofür sie gut sind. Ich hoffe mal, es gibt was zu kaufen später. Oder ich glaube gar, dass es später noch was zu kaufen gibt. So, okay. Lange kann er diesen Staubsturm nicht aufrechterhalten. Das haben wir gelernt. Und hier geht's weiter. Eine nächste Truhe. It's really beautiful up here. Yeah. So, any idea where we are? I was maybe hoping you could tell me. Silly me! I seem to have dropped all my detailed maps and navigational equipment chasing after a crazy flying sword! I'm sorry I got you mixed up in this fidget. Well, you should be. Digging the sword, getting me in trouble. You know, now that I think about it, this isn't the first time I've seen this view. I've stood here before, in this very spot. Then perhaps you recognize the village at the base of these cliffs? It's hard to make out from here. We'll need to drop down to the valley floor if we want to get any closer. Very well. Proceed as you wish, Dust. Okay, wir kommen anscheinend dem Dorf, dem Dörfchen näher. Mit der kleinen Fidget. Schlepptau. Und hier wartet ein weiterer Scherge. Er meinte, wir kommen doch noch. Uns eben ganz schön innen verpasst. So, was ist hier los? Wir haben hier irgendwo in der Nähe eine nächste Truhe, sagt die kleine Fidget. Oder hat sie vor dem Kampf gemeint, vor dem Gespräch, dass hier irgendwo eine Truhe versteckt sei in diesem Abschnitt. Gucken wir mal. Hier geht's nicht weiter, nein. Hier können wir speichern. Doch das erst, nachdem wir das Gebiet hier erforscht haben. Da sind die nächsten Schergen und er hat eine Keule mit Zacken dran. Ja, gibt's denn sowas?
So, hier können wir durch. Zwei Brocken, die wir hier wegbratzen müssen. Da sind, dort sind zwei Schlüssel auf einmal. Ja. Auch noch nie gesehen. Der nun knappe halbe Stunde, die gespielt wird. Ich nehme mal an, es ist eine knappe halbe Stunde, die wir momentan zocken. Vielleicht ist es mehr. Keine Ahnung. Wie das halt häufig so ist bei Spielen, an denen man Spaß hat, man vergisst die Zeit. Zack, schon bist du ein Jahr älter. Hier gibt's wieder auf die Fresse. Wir müssen nur langsam mal kapieren oder kapiert haben, dass sie es nicht aufnehmen können. Mit mir, dem Dust und der kleinen Fidget, die so überhaupt nicht zum Zuge kommt, weil ich nicht B drücke. Doch, das ändert sich hier. Er wird rot, quasi Anzeichen dafür, dass der Staubwirbel, dass die Staubwirbelattacke zu lange durchgezogen wird. Und da kommen noch mehr, das Aufmischen, das macht Spaß. So, Fidget, nun zu dir. Immer hau rein. So, bam, 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 Hitchain, 108. Ist eben drum rechts eingeblendet worden. Wir gehen nochmal zurück. Hier ist scheinbar der Abschnitt zu Ende. Irgendwo muss eine Truhe hier versteckt sein. Nehme ich an. So, hier waren die Schlüssel. Hier konnten wir nicht weiter. Vielleicht später. Vielleicht können wir später dann auf ihm raufgesprungen. Vielleicht können wir später dann das Springen auch noch trainieren, sodass wir höhere... Was meint sie? Und dann, ah, ja. Schon klar, kleine Fidget. Schon klar. Aber nun können wir hier speichern gehen. Sodass wir später auch höhere Gegenden erreichen können, dachte ich, dass wir hier springen erlernen können. Oder, naja, was heißt erlernen? Springen können wir wunderbar, bloß verbessern. Dass wir springen verbessern können. Und der Soundtrack, der passt einfach prima zum Geschehen. Hoffe, es gibt kein Strike. Hoffe, da liegen keine Urheberrechte auf diesem Soundtrack, auf dieses Bildmaterial. Da habe ich mich auch nicht erkundigt. Da irgendwie ist ja der Trend so, sagen immer mehr Spielehersteller, nein, von meinem Game wird nichts im Internet gezeigt. Ich glaube, Nintendo im Speziellen ist so. Die meinen, sofern man sehr viel Geld mit Videos zu deren Spielen verdient, auf YouTube, also via YouTube, müsse man an Nintendo was abdrücken von diesem verdienten Geld, finde ich, ist ja eine Frechheit, kann man eigentlich schon sagen. Da es ja schon allein für Spielwerbung ist, es zu zeigen. Hey, you just leveled up. Oh, Level 2. Is that what I did? It feels good. Great even. As it should, Dust. You've acquired a skill gem. Open the character screen from the inventory to upgrade your abilities and become even more powerful. Ja, more powerful wollen wir doch werden. Natürlich. So, irgendwie was war mit 4. Wenn wir 4 voll haben, müssen wir irgendwo anders, glaube ich, auch voll kriegen. Ehe man weiter leveln kann. Ich würde sagen, wir geben der kleinen Fidget einen Stein, hebt um 15 an, wenn ich es richtig sehe.